50. Das ist echt aufregend, muss ich sagen, ja. Ja, das. Ich mag die Quest auch nicht, aber sie gehört halt dazu. Das ist genau wie mit den Hasen. Ich hoffe, obwohl, ich gut, die Hasenquest fand ich aber wenigstens auch witzig. War cool. Die hat sogar mir gefallen. Die war spannender. Ja? Man muss sich hier einfach nur genug Gegner gleichzeitig holen, dann wird das wieder spannend. Ich biete hier vollste Kampf-Action. Ja, ich sehe kein einziges Problem. Ich habe gerade 5 Stück getötet. Ja, halt schon tot. Nee, 4. Der andere war schon tot vorher. Und mein Pet hat jetzt gerade den 5. getötet. So rum. Oh, oben ist der Veteran-Eiswurm. Damit, der zählt auch in das Event, in den Dings rein, deswegen... Ja, ja, warte, ich will auch mitmachen, ich muss aber das scheiß Fass wegfragen. Ja, muss ich auch. Ach. Lauf, Frau, lauf! Groß. Ist wahrscheinlich schon tot. Oh, jetzt kann ich meine Eule einsetzen. Wow. Richtig gut. Ah, oh, nee, lebt noch. Gute Sache. Ja, der hält ein bisschen was aus. Irgendwie ist meine Eule anscheinend auch buggy. Bei dir ist alles buggy. Nimm meine Kackeule. So ein Scherz. Deine Eule. Die erscheint nur einmal kurz. Oh, aber ich habe die nie mal gesehen. Du darfst dir da jetzt nicht irgendwie so voll die mega realistische, super krasse Eule vorstellen. Hab ich gedacht, dass die mal ein paar Sekunden da ist. Ich habe echt gedacht, es gibt mehr für die Quiz. Oh gut. Und wieder Fässer holen. Mein Inventar ist voll. Ja, toll. Bogen gekriegt. Voll. Ich habe 2 neue Großschwerter einstecken, kann ich aber gleich wegwerfen, weil sie nichts bringen. Weißt du, warum kriegst du so ein Großschwert durch den Bogen? Weil du zum Beispiel, glaube ich, gar kein Großschwert tragen kannst. Gut, einen Bogen kannst du auch nicht tragen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich einen Stab kriege oder so. Bogen und Handschuhe. Danke. Ah, warte mal, ich könnte meine gute Rüstung jetzt tragen. Sieht ja schon zehnmal besser aus als vorher. Ein Fass, glaube ich, noch, dann müsste ich durch sein. War noch. Diese hab ich schon. Seht ihr mal in der Höhle, ob es dort mehr gibt? Ja, ich mir fehlt auch noch einer. Findet. Ach, die Eier können wir auch noch brechen. Was, will mal Eier? Na ja, gut. Aua. Ihr kriegt auch weitere, wenn ihr die Dings tötet und lootet. Ich werde mich revanchieren. Man kann Wurmeier auch noch abgeben, oder was? Das ist gerade als Event aufgetaucht, ja. Ja, ich habe jetzt eins gefunden, das ist der Rest. Die liegen hier teilweise rum, du auch kannst, kriegst auch welche von den... Ah ja, hier liegen die noch. Würmern. Oh, bald geschafft, ey. Meine ich. Ich will nicht wissen, wie viele von diesen Eiern ich gerade im Inventar habe. Es dürften nur ein paar sein. Bei mir sind es 20. 6. Auch 20. Ich glaube, das reicht, oder? Stimmen. Hm? Och, es ist immer noch ein Fass, oh Mann. Ach, ich habe einen Stufenaufstieg, gut so. Ja. Wiederverwertung. Oh, jetzt kann ich meinen ganzen Schrott hier loswerden. Was ist denn für mich? Ich kann da jetzt so... Haben Sie gereicht? Stein auswählen.
Ist wahrscheinlich noch unerheblich momentan eigentlich. Oder? Ja, momentan ist es noch fast egal. Ja, dann nehme ich irgendeinen. Große Erfolgstruhe, schön für dich. Naja, mein Inventar ist voll. Achso, ich kann jetzt den Dreizack equippen, wunderbar. Dann kann ich die Speere wegwerfen. Ich hab 20 Eier auf einmal gefunden. Den wir Gegner besiegt haben und da rumgelaufen sind. Beeilung jetzt. Da ist wieder eins. Hast du schon abgegeben, Sepp? Ja, also das eine habe ich jetzt geschafft. Jetzt sind die Eier weg! Das ist für alle, oder was? Eine habe ich jetzt auf jeden Fall. So. Gib schnell eins ab. Eins reicht ja, dann kriegst du zumindest Bronze. Ich hab schon 6 abgegeben. Ja, siehst du, dann ist ja... Hab ich 12. Ja, ich habe 21. Mal weggehen, wa? Jo. Ich überlege gerade, ob wir jetzt mit Story weitermachen. Warte mal, ich will erstmal mit Heldenpunkten oder ob wir noch die Karte erstmal weitermachen. Chill. Ich habe mein Training noch nicht gemacht. Ja gut, wir können erstmal die Karte weitermachen. Ja, dass wir da das Gebiet durch haben, oder? Oh, warte mal, der Kommandeur steht unten. Wir gehen mal woanders hin. Ganz schnell mir nach. Oh, 2 Heldenpunkte. Oh Gott. Schneller kann ich nicht. Bin zu fett dafür. Komm, Sepp, fix. Ja. Ich würde gerne mal irgendwann meinen Heldenpunkt einsetzen. Holen. Ja, schon halt gemacht. Ja, wer hat ja die Zeit dazu? Also schon mal an die Zuschauer gerichtet, wenn wir gleich bei diesem Weltenboss stehen, das Bild wird nahezu stehen. Das ist vollkommen normal. Das hat nichts damit zu tun, dass auf einmal die Aufnahme kaputt ist oder sonst was. Es ist leider einfach so. Daran kann ich auch nichts ändern. War ein Standbild, also du meinst, das steht Bild an der Meldung, wir sprechen einfach nur. Ah ne, das geht ja nicht, da wird er ziemlich auf. Doch, das sprechen wirst du hören. Ja, Schamanen überhaupt. Oh ja, die FPS sind gewaltig. Uiuiui. Ja, weil hier immer sehr, sehr viele Spieler unterwegs sind. LOL! Was ein Vieh! Aber immerhin, ja, ich weiß 16, vielleicht mein 17 Beitrag. FPS. Ich weiß, ist der Champion ich irgendwas dahinter? Da, wo der Schädel drüber ist. Boah! Alter, das sind viele Leute. Ich bleib einfach mal stehen und drück Tasten. Ist okay, oder? Genau, das ist genau die richtige Vorgehensweise. Alter, ich wunderbar. Muss hier denn noch was? Ey, wir müssen ja nicht angreifen. 15 FPS. 15 FPS bei der Aufnahme ist, glaube ich. Ich erkenne nicht mal. Jetzt hab ich ihn. Ich wurzel. Jetzt habe ich ihn. HP, ne? Das, meine Lieben, ist ein Weltenboss. Die meisten Weltenbosse sind inzwischen sehr, sehr, sehr harmlos geworden, weil inzwischen Zustände stackbar sind. Das bedeutet, du kannst bis zu, also der hat jetzt gerade teilweise schon mal über 100 Stacks Blutung drauf gehabt. Die summieren sich und dann kriegt er richtig, richtig krass viel Schaden. Die haben, nachdem sie das eingeführt haben, haben sie kurz danach von den Weltenbossen die Lebensbalken verdreifacht und die gehen immer noch innerhalb von ein paar wenigen Momenten drauf. Die einzigen Weltenbosse, die noch Vorland sind, also Tequartel, ist immer noch so eine kleine Herausforderung, weil da müssen die Spieler tatsächlich ein bisschen bei nachdenken. Und da wird es dann immer kritisch. Der Golem ist auch ein bisschen tricky, da muss man richtig ausweichen können. Aber die Spieler nicht irgendwie abschalten oder so, ich kann den nicht mehr anvisieren. Dann hau einfach deine AOEs da rein, das reicht, wenn du ihn eigentlich einmal getroffen hast. Oder drück einfach, oder stell dich einfach in die Meute und drück 1. Ja, genau, einfach einen Angriff drücken. Wenn du nah genug dran stehst, dann ist es scheißegal. Leute, sind weggeflogen. What the fuck? Ja, also mit kleinen Gruppen sind die echt schwierig zu legen, aber es stehen halt keine kleinen Gruppen mehr dabei. Ist er. Aber dafür, dass man 12 Minuten Zeit hat, geht die ganze schnell, aber das lässt sich ganz schön schnell runter, ne? Wie gesagt, wegen so vielen. Früher hat man diese Bosse mit 5er oder 6er Gruppen gelegt. Ich bin tot! Nein, du kannst doch wieder aufstehen. Du wirst doch wahrscheinlich gleich von irgendjemandem aufgehoben. Ja, doch, ich werde gerade. Ja, ich schieb gerade jemanden auf. Ja, das hab ich nicht gesehen. Das war. Okay. Und wieder schieb ich jemanden auf. Ja, da vorne liegen gerade so ein paar. Nee, ich werde gerade nicht aufgehoben. Doch, ich kämpfe. Ich weiß auch nicht, warum du als Magier so weit nach da vorne gehst. Wollt ihr wenigstens einmal angucken? Ich seh mich selbst nicht mal. Ja, jetzt bin ich tot. Oh, jetzt werd ich überlebt. Immer noch nicht. Ja, das Problem ist, dass du halt so viel Schaden reinkriegst, dass sie mit der Heilung nicht hinterhergekommen sind. Ich bin besiegt. Ja, bleib da liegen. Ich liege, mach gar nichts.
Du wirst gleich, sobald er tot ist, werde ich irgendwer anfangen aufzuheben und ansonsten hebe ich dich auf. Aber bleib da liegen. Siehst du, ich fange jetzt schon an, dich aufzuheben. Die Hälfte. Leute da sind. Aber schon geht das mit der FPS, gell? Wenn man tot ist, geht das. Also stirb einfach. Stirb einfach. Geht das wieder? Ja, der ist gleich. Die Zeit ist gleich rum, Leute. Das ist sein Leben. Moment. Das ist sein scheiß Lebensleiste da drüben. Okay, ich geh jetzt ein bisschen weiter hinter. Es ist eh futsch. Ich will auch nochmal einen Beitrag leisten. Yay! Ihr XP habt ihr bekommen. Die Kiste kann auch wieder öffnen? Die Kiste kann jeder öffnen einmal, ja. Ah, okay. Ich frag mich nur gerade, warum ich seine Belohnungskiste für den Tag nicht gekriegt hab. Ja, super. Kram bekommen, okay, den ich nicht anfangen kann. Ohne Einhandkeule, die wolltest du vorhin haben? Nur mal so als Frage, wie viel XP habt ihr bekommen? Ich hab so gerade zu einem Balken. Keine Ahnung, hab ich drauf gehabt. Also so ein Abschnitt habe ich bekommen jetzt. Also so ein Segment. Ja. Da habe ich nicht drauf geachtet. Keiner castet mehr schon, wo läuft's mit Ja, ne? Gering. Ah ja, das war der komische Bogen. Wenn mir dir die Sachen nicht gekriegt habe, kann ich nicht mal ansatzweise nutzen. Ich zieh mir jetzt mal den Knüppel und das Schild auf das eine Feld. Das ist ein bisschen was Defensives zum Heilen haben. Macht, glaube ich, der Heilt, glaube ich, ne? Der Knüppel und Boot auch, ne? Ja. Schild ist eigentlich ja, ganz in Ordnung, ja. Dann habe ich jetzt hier Knüppel und Schild und dann, jo. Falls es wieder so eng wird wie vorhin, ist das, glaube ich, ganz praktisch. Mal solche Bernsteinkiesel zum Beispiel, soll ich die verwenden oder soll ich lassen? Kannst ruhig verwenden, das ist, momentan ist das noch Wurst wie Käse. Wenn ich dir jetzt auf den Gegenstand haben will, Sepp, die in meinem Helden-Dingsbums ist. Hm? Nochmal. Was ist denn jetzt eigentlich das? Ach stimmt, ihr könnt auch inzwischen beide eure Hilfsfertigkeit-Skillen, ne? Ja, hä? Haupthand. Marc, ich habe jetzt gerade hier meinen Stab, ne? Habe ich ja sowieso, ne? Ja. Jetzt habe ich einen neuen Stab gekriegt, den ausgerüstet. Jetzt ist er aber bei der Zeit ausgerüstet und nicht bei in meiner Hand. Also Haupthand. Was muss ich da machen, dass der da reinkommt? Hast du ein volles Inventar? Nein, nein. Dann also reicht es, wenn du doppelklickst, dann hast du den Stab, den du gerade nicht hattest, danach ausgerüstet. Eben nicht. Ich habe immer noch denselben. Jetzt mal weg. Ich will den ablegen. Wo? Ach so. Feuert. Da gibt's es. Ich kann mich nicht entscheiden. Das müsst ihr schon selber tun, alles. Lohnt die Geisterwaffe? Die Geisterwaffen, also ich finde das Schwert ganz cool. Die anderen habe ich noch nicht so sonderlich oft benutzt. Ja. Das Schwert mag ich ganz gerne. Dann kann man die Sachen später resetten? Zwar nicht, aber du kriegst sowieso mit der Zeit alles. Ja gut, dann trainiere ich jetzt einfach mal auf das Schwert der Gerechtigkeit. Ich benutze das ganz gerne. Was neben dem Schwert sehr hilfreich ist, sind die Kampfschreie oder Rufe. Ich weiß gar nicht, wie das genau bei ihm beim Wächter hieß. Hier steht Kampfschrei-Ausbildung. Heilt euch selbst und Verbündete in einem Kegel vor euch. Genau, der ist ganz cool. Also ich würde dir erstmal das Schwert holen. Das ist nämlich was für dich selber. Ja, habe ich jetzt gemacht. Und dann würde ich erstmal die ganze Zeit bei den Kampfschreien investieren, bis du da so die ersten 3-4 Fähigkeiten hast. Ich weiß gerade nicht, wie viele es waren. Arg. Was ist der Unterschied zwischen Unterwasserwaffe und Nicht-Unterwasserwaffe? Unterwasserwaffen benutzen nur unter Wasser. Ja, aber woran erkenne ich die? Steht nirgendwo da, dass eine Unterwasserwaffe ist. Das. Dann ich verstehe dein Problem gerade nicht. Mit dem Punkt. Ich würde gerne einfach nur den neuen Stab, den ich bekommen habe. Da ist hier, also ist wirklich genau dieselbe Scheiße, wie es auf der anderen Seite steht, ne? So, also auf meinem den ausgerüsteten. Nee, hä? Warum kann ich den... Ich will den nicht als Unterwasserwaffe nutzen, weil es steht ja auch nicht da. Wenn das eine Unterwasserwaffe ist, ist es wahrscheinlich ein Dreizack oder ein Speer. Tatsächlich. Steht Dreizack denn da. Oh! Ja, kann ich ja nicht wissen, es ist halt... Warum kann ich den nicht normal nutzen? Ein Dreizack ist eine reine Unterwasserwaffe, genau wie Speerschleudern und Speere. Ach, egal. Ich würde den gerne auch so nutzen wollen. Wie unrealistisch ist denn das? Oh Mann. Oh, Sepp, ganz das ehrlich. Weißt du, alles Scheiße, wartet auf dich und dann kommt sowas. Kann ich ja nicht wissen. Ja, und das Schwert bleibt jetzt übrigens sogar tatsächlich, ich glaube, das hat, ich bin mir nicht sicher, ich meine, es hat
keine Zeit. Also hier steht 45 Sekunden. Ich glaube, das ist die Reload-Zeit für den Skill. Nee, das sind 30 Sekunden. Okay, dann wird es 45 Sekunden halt. Ist aber trotzdem, also es reicht auf jeden Fall, wenn man es kurz vorm Kampf irgendwo beschwört. Ich benutze es halt meistens erst, wenn ich weiß, dass ich so auf 5, 6 Gegner oder sowas treffe. Können ja mal ein paar Meter gehen, dann kannst du es ein bisschen ausprobieren. Ja, ich Markus, welchen bei der, beim Training auswählen für Magier? Was hast denn du genommen? Ich habe keinen Magier. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt. Okay, jetzt hat's 30, jetzt ist es weg, jetzt hat es wieder 30 Sekunden Klingzeit. Du hast auch, wenn du es beschwörst, hast du auch noch eine Fähigkeit, die du immer wieder benutzen kannst von dem Schwert. Genau.